Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von The Witcher. In der letzten Folge haben wir eine alte neue Bekannte kennengelernt, unsere liebe Shani, die hier irgendwo am Feuer mit dem kleinen Jungen sitzt, den wir geholfen haben zu retten. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir hier in der Taverne und schauen uns ein bisschen um. Wir suchen nämlich Informationen zu den Salamandra, die unseren Freund Leo getötet haben und unter anderem unsere Hexergeheimnisse gestohlen haben. Unsere Mutagena. Das wohl bestbehüteste Hexergeheimnis, das es wohl gibt, ist unter den Fittichen von verrückten Professoren und Magiern. Zum Teufel damit! So, was hat in uns der liebe Olaf zu sagen? Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Der Dialog war gerade ziemlich eigenartig. Also, weiß auch nicht. Irgendwie hat das nicht ganz so gepasst. Es war nicht ganz so stimmig. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich bin ein Hexer. Ich glaube, das weiß der gute Mann, der gute Olaf. Düstere Stimmung, mein Guter. Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Ach komm, ja. Ja, wir bezahlen mal 5 Orens. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Ach, dieser Geistliche. Hätten wir ihn nicht gehabt. Herr Olaf, ich war noch nicht fertig. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Ja, das klingt doch ganz vernünftig. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Nein, Zimmer braucht man, glaube ich, nicht. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Okay. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Darf ich das mitnehmen, ohne dass es euch stört? Ja. Feuerstein und Blaubeeren. Albedo, noch ein paar. Diese Lösung. So. Nee, kann man nicht mitnehmen. Wen haben wir denn hier? Den guten Kalkstein. Ja, 3 Unzen Optima Mater. Ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Seid gegrüßt.
Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut, na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von Ihnen. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter, und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut, schon gut. Tut mir leid. Es tut dir leid. Ihr seht nicht aus wie ein Einheimischer. Fragt die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt. Okay, ich kann das. ja, unser guter Kalkstein hier sieht ein bisschen aus wie ein Affe. So ganz kleine Affenzüge hat er da im Gesicht. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Was sagte ich gerade? Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Vizima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Vizima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Ach ja, unser guter Kalkstein. Er muss einfach reingelassen werden, denn ich wusste gar nicht, dass es russische Alchemisten im Hexeruniversum gibt. Fragt ihr die Leute immer, ob sie untersuchen oder ob dort Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant, eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung, etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut, ich bin nur neugierig. Was ich übrigens höchst interessant finde, ist, dass die Gesichter so ultra detailliert, also versucht ultra detailliert darzustellen sind und die Oberteile eher so Matschtexturen sind. Viel zu früh zum Aufnehmen, glaube ich. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers oder lebt wohl? Natürlich. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Okay. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Wollten wir das? Anscheinend ja. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah! Endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr.
Ha! Typische Kurzsichtigkeit! Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Woher bekomme ich die Zutaten? Ich interessiere mich für Formeln. Ich denke, ich habe genug gehört. Wir nehmen mal... Woher bekomme ich die Zutaten? Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche... Also, ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Okay, Hexer sind wir ja schon mal. Aber wie wir ja wissen, hat unser lieber Geralt eine Amnesie. Und wir müssen alle Stoffe, alle Gegner von neuem lernen. Also können wir nicht alles sofort abkrabbeln und ausschlachten. Wir müssen wirklich Bücher lesen und uns die Informationen wieder neu beschaffen. Wie kommen wir also an die alchemistischen Grundstoffe? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Okay, Wodka oder Brand. Aber ich glaube nicht, dass wir das kaufen müssen. Ich denke, wir werden uns das alles schön säuberlich zusammensuchen. Zusammenklauen. Ich interessiere mich für Formeln. Ich interessiere mich für Formeln. Oh. Fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Okay, also kippen wir einfach alles zusammen, was uns in die Hände kommt. Aber ich denke, fürs Erste haben wir von unserem guten Kalkstein genug erfahren. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ein andermal bei dem leckeren Bier, mein Guter. Also, lebt wohl. Lebt wohl. So. Neuer Eintrag im Tagebuch. Da hören wir nur noch Quatsch. Zum Teufel damit! So, alter Bauer. Was hat denn der alte Bauer zu sagen? Habe ich die Rinnsteine gereinigt. Das waren noch Zeiten. Na Mensch. Das klingt ja interessant. Ich muss ausruhen. Hühner sterben wie die Fliegen an der Pest. Ein Trunkenbold. Was wollt ihr? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins, bisschen holen uns alle. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Ja, eins können wir trinken. Komm. Okay, trinken. Nehmt am Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Links klickt während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Tipp: Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Bringt euren Gegner unter dem Tisch,
Doch achte darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Okay. Ja, dann bringt man einen rivanischen Krieg. Catwin Gold. Lecker. So. Ab dafür. Was ist das? Gut. Ich glaube, das reicht aber auch. Wir werden wütend. So, dann wollen wir doch gleich mal hier schauen. Schlag mich, ihr Memme! Relativ dunkel hier, ne? Ich hoffe, ihr seht alles. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze! Na, das glaube ich aber nicht, dass sie das macht. So, Fettfried, kann ich mir einfach einen aussuchen? Dann fangen wir nämlich mit dem hier an. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Ah, komm. Was wollen wir setzen? Ich mache es mal. Das ist zwar nur der kümmerliche, aber... Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Was? Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? So müssen wir 5 Ohren setzen. Na gut. Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Na gut. Faustkämpfe. Ein gelber Sockel zeigt Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen. Blockiert Angriffe durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Okay. Kann ich auch kontern eigentlich? Ich poliere euch die Fresse! Ja Mensch, was für ein epischer... Au, au! So, ich glaube, das war's. Langweilig, da hast du recht, das war ein sehr einseitiger Kampf. Aber wir haben immerhin gegen den kümmerlichen Faustkämpfer gewonnen. Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist euer Gold. Ja. 10 Stück müssen wir jetzt bekommen haben, ne? So, aber wir müssen nochmal hier hinten gucken. Üsima Gold. Was? Schinken. Ein belegtes Brot mit Schinken. Humilch und Honigwabe. Da kann man unseren eigenen Met machen mit Honig. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Weiß nicht, wollen wir hier alle mal... Faustkämpfer, den haben wir jetzt weg. Mal den hier. Wollt ihr verlieren, Fremder? Ah, das sind, glaube ich, Zwillinge. Wir kämpfen um Geld. Das sind, glaube ich, Zwillinge, denn die haben die gleiche Stimme. 10 Ohren. Oh Gott, wenn wir jetzt verlieren, ne? Hoffe nicht. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Oh, bitte, bitte. Ich will nicht auf die Fresse kriegen. Ich poliere euch die Fresse! Boah. Schaut's ja. Wie bitte? Wer will einer aufs Maul? Anscheinend kriege ich hier gerade aufs Maul. Ich poliere euch die Fresse! Oh. Komm, den haben wir jetzt. Keine Herausforderer? So, perfekt. Wir haben es geschafft. Na, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr kassiert als bei dem anderen. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt so richtig kontern kann. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Okay, ich denke, fürs Erste sollte das auch erstmal reichen hier. 2 haben wir schon mal geschafft. Wir müssten unser Geld verdoppelt haben. 29, na gut. Ist auf jeden Fall schon mal mehr, als wir vorhin hatten. Und dann werde ich jetzt mal was schnappern. Bin ich im Wasser oder sowas? Wissen können... Bleibt steuerlich, ihr Memme! So, wir heilen uns jetzt mal fix auf. Und dann gehen wir mal nach draußen und schauen uns mal ein bisschen da um. Wir wollen ja nicht die ganze Folge nur im Gasthaus verweilen. Wir wollen uns ja auch ein ganz kleines bisschen draußen im Umland von Vysima umschauen. So, es regnet natürlich wieder. Haben wir einen Kräuterkundler? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort.
Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot, doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Diese Steuern. Was hat es mit dieser Pest auf sich? Gerald. Was hat es mit dieser Pest auf sich? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Was? Ja, sagt man nicht Danke oder so. Erzählt mir von der Bestie, die haben wir ja schon letzte Folge einmal gesehen. Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Was? Gibt es Banditen im Umland? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Geistliche, Sekten und Bürgerwehr, das klingt doch interessant. Lebt wohl. So, hier waren wir schon. Nur ein Schild. Nee, das sind bestimmt nur einfache Söldner, die werden uns nicht großartig was sagen. So, hier ist nichts, da ist nichts. Was für ein Regen. Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Genau wie ich. Okay. Wir machen uns mal auf den Weg nach draußen. Jo, ich bin immer wachsam. So, das sieht doch aus, als können wir das mitnehmen. Was haben wir hier? Okay. Anscheinend haben wir das noch nicht gelernt. Hat gerade geruckelt. Neue Region wird betreten, leerstehende Häuser in der Mensch. Das scheint mal ein ganz normaler Hund. Ein tollwütiger Hund. Hat nichts zu sagen. Frische Gräber. Offenbar war die Pest zu Besuch. Ach, da. Na, Hallöchen. Ein Bargäste haben wir hier. Okay. Ja, gar nicht so einfach mit dem Kämpfen. Überreste, da sind sie. Ektoplasma, alchemistische Zutat. Ja, klingt interessant. Nehmen wir mit. In der Nacht ist es natürlich gefährlich. Und wir gehen mal hier rein. Mal sehen, ob es da was zum Looten gibt. Ja, ich glaube, die hat es nicht ganz so gut getroffen. Aber dafür brauchen sie die Sachen hier nicht mehr. Ist nichts, hier ist nichts. Und ich glaube auch, wir haben hier keine Hexersinne. Können hier also nicht schauen, wo wir was looten können. Müssen also alles ausprobieren. Na gut. Wenigstens hat es sich für Salpeter gelohnt. Immerhin etwas. So, es wird langsam Tag, wie es ausschaut. Da schon wieder einen Hund jaulen. Wirklich arg dunkel. Ich hoffe, ihr seht was auf YouTube. Denn YouTube rendert das ja alles noch ein bisschen weiter dunkler. So, hier ist Kleiderständer. Ein roter Schal kann verkauft werden oder einer Frau geschenkt werden. Gut.
Dann mal sehen, ob wir eine finden, der wir das schenken können. Hier ist auch nichts. Nicht irgendwie, wie spät es ist. Ach, hier oben. Der Mond geht bald unter. So, wen haben wir denn hier vorne? Ein Kaufmann. König Volltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Das verheißt nichts Gutes. Okay, ist auf jeden Fall kein guter Kaufmann. Denn er verkauft nichts. So, was haben wir hier? Er war im Kreis gelaufen. Nicht schon. Schneller geht's nicht. Das müssen wir also noch lernen. Neue Region wird betreten. Hexenhütte. Naja, wo seid ihr denn? Haltet den Mörder! Wo ist denn hier ein Mörder? Haltet den Mörder! Bleib hier. Warum sind die auf einmal weg gewesen? Liegt's daran, dass... Mein Bauch tut weh. Oh nein, sein Bauch... Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, ich wollte es nicht. Haltet den Mörder! Hilfe! Haltet den Mörder! Ups. Das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich schon mit dem reden. Oh, tut mir leid. Oh Gott. Ja, voll gelohnt. Jetzt. Verschlossene Tür und verschlossene Tür. Schade. Hier ist eine kranke Person. Ich will die nicht angreifen. Okay. Wie nennt das? Tabulator. Kein Kampf. Okay, das kann ich gar nicht aktivieren. Mein Bauch tut weh. Verfluchte Hexe. Ja, dann wollen wir doch mal reinschauen. Aber ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal in der nächsten Folge. Dann werden wir zur lieben Abigail gehen und mal schauen, was sie dazu sagen hat zu ihrer Verteidigung. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher. Ciao!